Seid gegrüßt zurück zu Edge of Eternity. Wir sind kurz vor irgendwas, Bossfight wahrscheinlich. Wir sollen immer noch den schwarzen Monolithen finden. Hier haben wir noch einen Wandsamen. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Ich habe mal wieder keine Tränke gekauft beim letzten Mal. Darion bist noch relativ gut aufgestellt. Holographischer Lockvogel. Heiltrank, komm, gib mir ihren Heiltrank, den kann sie dann Darion im Zweifel geben. Oh. Dann sehen wir mal, was da ist. So we're at the bottom of the scrapyard. We should look around for the monolith. Could it be this? What? To the best of our knowledge, the whereabouts of the third fragment remains a mystery. What is this? As the investigations grow, we have to assume that Rhiannon has safely carried out his plans and... Warning. Unauthorized recipient identified. Message confidentiality compromised. Beginning termination protocol. Procto... What? I won't back down! Okay. Ich glaube nicht, dass das da gut ist. Du hast Abwehrprotokoll. Ein undurchdringbarer Schild, das Ziel vor Schaden jeder Art Abwehr. Okay. Verpasst ihn einfach mal einen Blitzschlag. Ah, das ist schon mal neutral. Ich vermute, Wasser ist der Weg, das Problem hier zu lösen. Das ist interessant. Und dann verlangsamen wir ihn. Darkness before dawn. So. Wasser ist auch neutral. Age-Schleife und... Hier steht er natürlich. So, dann kommen wir aus der Deckung raus. Und Wasser funktioniert nicht. Elektrofeuer. Wie sieht's mit Feuer aus? Auch neutral. Aber er brennt zumindest. Eins hätte ich noch. Speerkraft. Warte mal, Kampfziele. Wir haben keine Kampfziele. Es ist also keiner von diesem speziellen Bosskämpfen. Das ist auch interessant. Darkness before dawn. Auch neutral. Mach mal eine Brandbombe. So. Kriegt ein bisschen fortlaufende Schaden. Und Wind haben wir noch nicht. Und Erde. Und Eis. Wind ist auch neutral. Und probieren wir es mal mit Erde. Das stört uns jetzt recht wenig. Kein Eis. Zeit beschleunigen, Charakter wechseln. Okay. War mir sicher, ich habe auch einen Eisschlag. Ich glaube, ich habe die Liste einfach zu voll. Okay. Darkness before dawn. Erde. Boom. Generatoren aktiviert. Habe ich das Gefühl, ich muss die kaputt machen. Okay, das hat schon mal gut geklappt. No, 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 you're all over the place. You? What are you doing here?
saving you from certain death. I just need to get close to the monolith. You lot deal with the rest. Okay. Oh, so we're trusting him now? Follow my lead and we'll get through this. Versuch deinen Gegner mit einem Generator Schaden zuzufügen. Isurus hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Er kann viel einstecken und kann mit seinen normalen, nicht sehr starken Angriffen alle Gegner auf dem gleichen Nexus anvisieren. Für seine Prothesen und zum Einsatz seiner Fähigkeiten benötigt Isurus Energie. Energie erhältst du, wenn du beim Verteidigen Schaden erleidest. Noch mehr Energie erhält Isurus, wenn Verbündete sich auf demselben Nexus wie er aufhalten, während er Schaden erleidet. Mit seiner Fähigkeit lahmlegen kann Isurus Maschinen in angrenzenden Nexus-Feldern übernehmen. Der genaue Effekt der Aktion hängt damit zwar vom Gegner ab, ist aber immer positiv. Wenn während Isurus Zug bei einem Gegner merkwürdige visuelle Bildeffekte, Glitches zu sehen sind, kannst du ihn mit Isurus lahmlegen. Sieht der Bildeffekt so aus, musst du zum Lahmlegen einige Voraussetzungen erfüllen. Welche das sind, musst du selbst herausfinden. Okay. Gem-Drohnen. Also ein Drohnen-Gem. Okay. Blockiere die Schäden mit Abdeckung. So, versuche deinen Gegner mit einem Generator Schaden zu... Das ist ein Generator. Übernehmen wir mal. Ah. Ja. Oh, nee, das wollte ich nicht. Hätte ihn vielleicht nicht kaputt machen sollen. Ist auch egal. Eis. Hopp, geht auch. Nee, komm nur noch mal runter. Wir versuchen, den da auch zu übernehmen. Machen wir so, das... Das kannst du häufiger versuchen, das funktioniert für mich unproblematisch. Helene muss an der Stelle da weg. Brechen wir erstmal die Verteidigung. Und wir haben alles versucht. Das heißt, wir machen Feuer, vielleicht brennt er dann. Helene ist sowieso gleich am Zug. So, hinter die Verteidigung. Und nochmal, wir brauchen eine Brandbombe, so. Vielleicht hätte ich das Ding doch zerstören sollen. Boah. Mach mal Schwerkraft. Boden kam jetzt noch keine. Isurus, der braucht einfach zu ewig. Darkness before dawn. Ja, da ist was. Schön. Take this. Probieren wir es trotzdem jetzt erstmal so. Das ist schlecht. Aber wenigstens kommt die Suche sehr schnell dorthin, ne? So. Du kannst gar kein Feuer machen. Und machst nur eine Brandbombe. Doris ist ja gleich dran.
Okay, das widersteht ihm auch. Du dahin. Lene könnte das schaffen, also dem auszuweichen. Haut. Gut. Gut, das war's mit. Nee, das war's nicht. Gut, das ging ja in Ordnung. Ja? Lene, du gehst hier hin. Du haust direkt zu. Ja, nur Drohnen kamen bis jetzt keine. If you don't trust my jamming skills, you could try to damage it yourself. But I doubt you could do better. We need those walls for cover. Let's activate the switch. Okay. Helene versucht das zu erreichen. Muss ich das Ding zerstören? Boah. Du kannst im Moment nichts machen. Greif mal an. Verpasst. Hopp, hier rüber. Feeling about this. Let's take cover behind these walls. So, Selene kann das gleich aktivieren. Darion macht nochmal einen Schlag. So, oh, du kannst noch einen Schlag machen. Du kannst einen Spezialangriff machen. Und dann gucken wir nach dem Spezialangriff, was es mit den Drohnen auf sich hat. Also Dario kann zumindest mit einer ziemlichen Wut draufschlagen. Kannst du das eigentlich schon mal aktivieren? Und hier hinten dran. So. Das Ding ist auf jeden Fall fast hinüber. Das ist, denke ich, so in Ordnung erstmal. Mach mal da drauf. Ich will das jetzt abwarten, schlicht und ergreifend, weil ich immer noch eine Drohne lahmlegen muss. Und der mich immer noch dreimal angreifen muss. Okay, die Angriffe haben wir schon mal abgewehrt. So. Dann komm mal her. Hey, did you know I can jam drones too? Most machines, actually. Das ist doch toll. Weg versperrt. Greif den an. Verpasst. Selene, bis dahin, dann müsste auch die müsste sie auch die Drohnen angreifen können. Verpasst. Let's start over. We're wearing it down. Joa, hab den ja absichtlich nochmal. Nimm die Drohne. Okay, alles abgeschlossen. Gut. So, und Dian sollte dort rüber gehen.
Okay. Ja. Lass mal ein paar Schläge ab. Darkness before dawn. Ich hoffe, Isoris ist schneller dran. Und du kannst in der Zeit ja draufschlagen, das ist ja kein Problem. Nee, Isoris kriegt den Konstitutionsschuss ab. Das richtet ja kaum Schaden an. Machen wir das so. Du gehst in Deckung. Brauch dich mit Sicherheit gleich. Du machst die Drohne weg. Und du wächst so. By the will of the ja, zwei hat er runter gemacht. Das ist nicht schlimm. Dann wollen wir mal. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch das Ding zerstören. Oh, Übernahme hat wohl geendet. Und Angriff. Nee, muss ich nicht das übernehmen. Mach mal. It's gonna self-destruct! Get away! Ja? Wohin? Darkness before dawn. Boom. Ein Moment. So, wieder da. Wir heben das mal an. Hoffen, dass Isoris schnell in Deckung gehört. Wir können halt im Moment nichts machen. Isoris wird wahrscheinlich gleich voll die Ladung abbekommen. Ja. Warten. Und es explodiert, oder? Komm, sweet. Ja, nur Isoris. Aber wir haben eine Menge Geld gekriegt und wir haben Schuhe bekommen. Und Isoris scheint uns jetzt zu begleiten. Das wäre auch interessant. Rostige Sense. Priesterin Stiefel plus 2. We got it! What happened? What happened is I'm out of juice. Juice? You asked what a heart is. A heart is a battery that can power my prosthetics long enough not to crumple to the ground. Every few hours. That's what it is. I depleted all my energy during the fight. Now I've got to get back on my chair and recharge for 2 hours before I can walk again. Until the next time I recharge in another 20 hours. Go on. You can point and laugh now. So that's why you need a heart? Yes. Why didn't you start with that? We could have taken you a bit more seriously. I tried to tell you, but you cut me off before I could explain. Well, you didn't really encourage conversation. And I'm not even talking about the fact that you tried to get us killed. The worst thing is the monolith isn't even a battery. This was just a trap. I just wanted you to be maimed or die a horribly painful death. What? Just put yourself in my place for a second. You barge into my home, if you can call this wreck a home, and you ask for everything I know about the corrosion, just like all the others. And like everyone else, you wouldn't even believe me if I told you everything that had happened, and by the way, you weren't so friendly either. Name's Darian.
Well, Darien, I'm sorry for trying to get you killed. That wasn't fair play. Will sorry suffice, or shall I drown myself in that puddle of oil over there in remorse? What says the priestess? Priestess? Sleep. So the monolith can't recharge you. Is that it? Nope. Says me right, huh? I didn't realize the situation you were in. Nobody does. Don't worry about it. Say, will you help me get back to my place? It will take me 5 days to drag myself back with my remaining arm. Okay. We'll haul you back. I think I broke my power outlet. I'll need Taranis's help. I'll go get her. I found something. It's not the heart you wanted, but... it's my locket. I thought I'd lost it forever. How did you know? How did you find it? By relinquishing my last shred of dignity, as well as my fear of pointy objects. It's not what you asked for, but I think it might be important to you. No, I never thought I'd miss it so much. I cannot truly understand what you're going through, Sir Isoris. But I can tell you this. Things will get better. For you, and for everyone. Believe me. And I'm not crying. I'm not crying. I could really do without rusty joints right now. Fighting the tears back, fighting the tears, sucking them back into my eye sockets. There. You win, Priestess Selene. I'll tell you everything I know, but it won't do you any good. Why? You need a guide to take you where you need to go. Someone who doesn't fear the corrosion. Making a fool of yourself again, Isoris. Taranis, save me the lecture. I've decided to help them. I'm not talking about that. It's how you couldn't find a battery if it bit you in the ankle. Very funny. You just dismantled a monolith, which was generating a dangerous amount of energy. And where do you think the monolith got all its energy? From a battery? Exactly. There's enough energy in this little gizmo for you to live 100 frivolous lives without powering off. So we just went back and got it. Does this mean... Yes, Isoris. You're going to walk again and be free. You won't have to spend the rest of your life in this rat hole. I... Tear ducts. I'll get everything ready. So, it's settled then. You gave me back my life. Or what's left of it. So in return, it only seems fair that I devote what's left of me to your cause. Meaning... what? That we have to find a third bedroll and an extra ration pack because we're all going to Avaris together. Whoa, slow down. You sent us off to our merry deaths just a few moments ago. And I saved you afterwards. So, that makes us even. No. Why do you want to come with us? I don't know, a misplaced sense of gratitude, perhaps? Nuh-uh. I don't believe that. The real reason is that I need to get back to the cure. I need another miracle. But my motivations are irrelevant. You need me. Why? Because I'm the only one who can guide you through the dark places you must go if you want to cure your dear mother. And when it comes to the corrosion itself, I'm the most knowledgeable man in the world. We don't just want to save our mother. We want to save everyone. Of course, and you will. But you need me for that. I don't know if I have the strength to trust another stranger again so easily. What was that? How's this for a plan? Let's all go to Herelsor, where we can kill 2 birds with 1 stone. We'll arrange your trip to Avaris, and I'll tell you everything I know about the cure. Then you can decide if it's worth keeping me or not. Again, why not tell us now?
Because talking makes me thirsty, and Tyr Kalem's wine tastes like engine oil. This is my last condition for helping you, and it's not negotiable. I'm afraid I may have unleashed a monster upon the world. Yes, but a grateful monster. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich Isoris. Der Wiederauferstandene. Erreiche den zersetzten Sumpf. Schauen wir uns mal hier kurz noch rum. Wir haben Isoris geholfen. Da ist er. Hallo Isoris. Hier verpassen wir erstmal ein paar Kristalle. Ich hoffe, dass der uns nicht nochmal verrät. Wie so gewisse andere Personen. Rengler Isoris stürmt ein Nexusfeld voran, fügt Schaden zu und drängt alle Feinde zurück. Was anderes außer Rengler? Okay, und es ist ein Zauber. Abwehrtempo, Lebenspunkte, das klingt doch gut. So. Und dann könnten wir unten oder oben rum. Gehen wir mal unten. Unten, oben ist auch noch ein blauer. Was gibt's denn bei hellblauen Nickerchen? Zauber Nickerchen. Erhöhen erzwingt einen Feind, den Charakter anzugreifen. Das klingt. Ja. Nickerchen können wir hier oben auch machen. Im Angriff, Tempo. Den brauchen wir aber vor allem auch Abwehr, Drängler. Ich glaube, es bleibt bei Drängler. Dann schauen wir mal. Abwehr, 4 Abwehr, das klingt schon mal gut. 5 Abwehr. Und 3 Magieabwehr. Nehmen wir den doch. So. Ja, gut. Den. Für dich hatten wir doch irgendwas gekriegt. Spurwart. Die sind in allen Belangen besser. Plus 8 Tempo. Auf jeden Fall. So, und Isoris. Tempo braucht er eigentlich. Mit seinen anderen Werte gehen alles so drastisch runter. Ja, die holt mal, damit du ein bisschen schneller bist. Dann ist hier hinten ja ein Teleporter. Den werden wir jetzt auch gerade nutzen. Und, Sackgasse? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß leider nicht, welcher der richtige Teleporter ist. Wo sind wir jetzt? Hier oben. Ah, gut, den Rest, die können wir auch laufen. Das ist kein Problem. Na weg, nee. Ah, apropos, da sind noch welche. Aufträge, Boston. Wir haben sie alle, außer den Nachtmonarch, aber. Curtains up. Irgendwie gespielt eigentlich. Ah, ich hätte nicht die Elementarsprüche benutzen, ist egal.
Der will unbedingt Wasser abhaben. Also das kann ich auf mich selber wirken. Ich steht halt nicht, was das macht. Ja, verhöhen das Ding mal. Shit. Aber, A prayer for your wayward soul. So. Darion, erledige den mal. Hat nicht geklappt. Was macht nochmal Verhöhner? So. Hierher. Ah, interessant. Und so auch die Blickrichtung beeinflussen. Mach mal ein Nickerchen. Ich hab keine Ahnung, was das macht. Also macht. Okay, Selene fliegt jetzt gleich in die Luft. Nein, auf dich nicht. Glaube ich nicht schnell genug. Reicht das? Das reicht nicht. Bye bye, Selene. Oh, Selene hat das überlebt. Habe ich nicht mit gerechnet. So, ist weg. Ich weiß leider immer noch nicht, was mit Boris ist. Der ist immer noch zu langsam. Hat auf jeden Fall nicht die Linksenergie aufgefrischt. Die Leiste, das hat es auf jeden Fall krass gekostet. Dass die Lebenspunkte erhöht? Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. 8 Angriff, 8 Magie, 5 Eile. Okay, aber an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!